So, wie voriges Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder zur Halloween-Zeit ein paar Halloween-Eier öffnen. Und was hier drinnen steckt, das sehen wir gleich nach dem Intro. Ja, wie ihr schon so in der Vorschau gesehen habt, jetzt geht's weiter mit den Halloween-Eiern und ich bin mal gespannt, wie viele Twist-Heads wir diesmal drin haben. Fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Und da haben wir so eine Rakete, soll das wahrscheinlich sein. Ach ja, hier solche Wasserspritzpistolen, sind das richtig? Die sind ja jetzt auch neu im Sortiment drin. Das sind diese Dinger, die werden hier schnell zusammengebaut und dann kann man Wasser da reinziehen und dann kann man die wie so eine Spritzpistole hier so flop und dann kommt da dieser Wasserstrahl raus. Gut, Ei Nummer 2. Jo, das ist ein Twist-Heads, aber da hat man ja das letzte Mal schon zwei Stück davon. Diese Sorte Twist-Heads scheint es anscheinend en gros zu geben. So, nächstes Ei. Und was haben wir da drin? Ja, wieder ein Twist-Heads. Wieder derselbe. Ja. Schade, dass ich nicht mal einen von den anderen Twist-Heads bis jetzt habe. Also diese Serie scheint es wirklich in sich zu haben. Weil, wie gesagt, oh, yeah, wir haben eine zweite Sorte Twist-Heads. So sieht er aus. Weil es gibt ja die grünen, es gibt den wahrscheinlich vielfach, es gibt so einen gelben und so einen schwarzen. Und einer von diesen vieren ist wieder, ich sag mal, so ein besonderer, wo man besonders lange sammeln muss, dass man den bekommt. War bei der letzten Serie auch so, vores Jahr. Und wir haben hier, ja, das hatten wir auch schon mal in so einem anderen Teil. Das ist jetzt, ja, das baue ich jetzt aber nicht zusammen. Das ist hier so ein, ja, Bumerang soll das sein. Da gibt es auch drei verschiedene von. Nichts Besonderes. So. Das nächste Ü-Ei. Und was haben wir da drin? Ja, wieder den Twist-Heads Nummer so und so vielten von derselben Sorte. Der scheint wirklich, den gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer. Und hier ist bestimmt wieder irgendwas zum Basteln drin. Jawohl. Ah ja, das sind hier diese neuen Farbmaldinger.
Da gab es in den anderen Serien, gab es da welche, die hatten den Pinsel oben an den Kopf. Ja, und die haben den jetzt hier versteckt in den Füßen. Kann man den hier mit Wasser reinmachen, zack. Und dann kann man hier so pinseln und dann kann man so malen. Ja, wer es braucht, bitteschön, ich nicht. So, dann machen wir für heute das letzte Ei mal auf und schauen mal nach. Und es ist... Ja. Wieder eine neue Serie. So sieht das Teil aus. In Folie verpackt. Ist von Natoons oder Cartoons, je nachdem. Der eine sagt, es heißt Cartoons, der andere sagt, es heißt Natoons. Sucht es euch aus, wie es heißen soll. So, gut, das war jetzt dieses und wie gesagt, wenn ihr jetzt diese kleinen Kerle nochmal auf dem Drehteller sehen wollt, bleibt dran, schaut es euch an, ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.